So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben bei diesem Algorithmus. Ansage an die Leute, die die Aufzeichnung hören: Ich warte, bis es ruhig ist. Ansage an die Leute, die die Aufzeichnung hören: Ich warte immer noch, bis es ruhig ist. Bitte? Soll ich es lauter machen? Ja, vielleicht ist das die richtige Strategie. So? Okay. Gut. Wir haben beim letzten Mal diesen Algorithmus uns vollständig, fast vollständig angeschaut. Also der Algorithmus selber schon, die Korrektheit uns auch angeschaut. Hier nur noch mal ein Schnappschuss, mitten herausgegriffen aus dem Algorithmus, damit Sie noch mal ein optisches, ein visuelles Bild davon haben, zwischen zwei Iterationen. Ich darf um Ruhe bitten. Danke. Und was so ein Bild darstellt zwischen zwei Iterationen, nachdem die letzte Iteration fertig ist und bevor die nächste Iteration anfängt, ist schlicht und einfach verschriftlicht beschrieben in der Invariante. Alles, was relevant ist dafür, dass der Algorithmus korrekt ist, ist darin beschrieben. Darin ist beschrieben der Zustand dieses Arrays A. Da waren am Anfang alle zu sortierenden Strings drin, in der Reihe, und zwar immer dort an dem Index, was die Länge dieses Strings ist. Das heißt also, alle Strings der Länge 1, die haben wir nicht, die würden hier drin sein. Alle Strings der Länge 2 haben wir auch nicht, würden hier drin sein. Am Anfang waren hier die Strings der Länge 3, der Länge 4, der Länge 5 drin. Und wir haben das jetzt alles soweit abgearbeitet. Die sind jetzt alle im Spiel. Nach diesen drei Iterationen, wo wir zuerst die Strings der Länge 5, dann die Länge 4 und dann die Strings der Länge 3 ins Spiel gebracht haben. Das ist jetzt, habe ich jetzt falsch gesagt, das ist mittendrin in einer Iteration. Das ist der Zustand nach der letzten Iteration. Nein, nicht nach der letzten, sondern nach der so und so vielten. Das geht ja noch weiter, Entschuldigung. Nach der dritten Iteration. So ist es ja richtig. Das ist der Zustand nach der dritten Iteration. Das Array, groß A, enthält nicht mehr die Elemente, nicht mehr die Strings der Länge 3, 4, 5, sondern nur noch, wenn sie vorhanden wären, Strings der Länge 2 und der Länge 1. Die Buckets sind leer. Und unsere Sequenz enthält alle Elemente, die bisher im Spiel sind, alle Strings der Länge 3, 4, 5, sortiert nach einer bestimmten Logik, nämlich wenn sie sich nach drei Iterationen, wenn also noch Index 2 und Index 1 noch nicht betrachtet sind, wenn sie sich Index 2 und Index 1 an diesen Strings jeweils entfernt denken würden, das, was dann übrig bleibt, das IN, das Doppel-L, klein n, ROM, S, T, T, diese Teilstrings, nach denen ist diese Sequenz erstrich lexikografisch sortiert. Das ist die Invariante, bestehend aus diesen drei Teilen. Beschreibung, was in A drin ist und was nicht mehr drin ist. Beschreibung oder Feststellung, dass B vor und nach jeder Iteration leer ist. Ja, zur Erinnerung, wie funktioniert Bucket Sort? Eine Iteration, wir packen Strings auf die Buckets verteilt rein nach einem bestimmten Schema und nach einem bestimmten Schema holen wir sie alle wieder raus und packen sie in S' hinein. Und was ich eben noch gesagt habe, die dritte Aussage über S', was da alles drin ist, welche Strings da drin sind, nämlich die, die schon im Spiel sind, die ursprünglich hier an Index 3, 4 und 5 in Groß A drin waren
Und in welcher, zusätzlich gehört zur Invariante dazu, in welcher Reihenfolge diese Strings da drin sind, so wie ich das angedeutet habe, lexikografisch sortiert ab dem dritten Zeichen. Alle diese Informationen sind notwendig, damit der Algorithmus korrekt ist. Wenn nur eine einzige dieser Informationen, die ich jetzt genannt habe, nur eine dieser Informationen, die Sie auch im Wiki sehen unter der Invariante für Bucket Sort, auf der Seite für Bucket Sort, wenn nur eine dieser Informationen nicht stimmen würde, wenn wir auch nur bei einem dieser Details nicht darauf achten würden, dass das immer zwischen zwei Iterationen tatsächlich so gilt, dann würde der Algorithmus nicht funktionieren, dann wäre er inkorrekt. Zum Beispiel, wenn wir vergessen würden, die Buckets am Ende zu leeren, alle einzelnen Buckets leer zu machen, dann würde der Algorithmus nicht richtig funktionieren. Das ist der Sinn der Invariante. Das, was hier veranschaulicht wird, was ich auch natürlich immer auf der Tonspur gesagt habe zu den Algorithmen, und das, was sein muss, vor und nach jeder Iteration, damit der Algorithmus am Ende das korrekte Ergebnis ausliefert. So, da würde ich dann gerne noch einmal zum Thema Algorithmen und Korrektheit kurz kommen. Wir haben im Wesentlichen diese Seite schon behandelt, oder den meisten Teile von vorne nach hinten. Wir können jetzt nochmal das Thema Invariante, das haben wir alles betrachtet, Invariante, oh Moment, ich muss die Breite des Fensters ein bisschen anpassen, damit der Zeilenumbruch richtig ist. So, Invariante. Die Invariante einer Schleife besteht aus allen Zusicherungen, die wahr sind unmittelbar vor der ersten Iteration, durch die Initialisierung der Datenstrukturen gesichert. Unmittelbar nach der letzten Iteration, das ist das Wichtige, denn das Ergebnis, was am Ende nach der Schleife herauskommt, das soll ja das Richtige sein. Und zwischen zwei Iterationen. Das, was Sie in diesen Schnappschüssen immer gesehen haben, zumindest in den Schnappschüssen, die nicht mitten in einer Iteration aufgenommen worden sind, die nicht die Situation mitten in einer Iteration darstellen, sondern die tatsächlich, wie das letzte Bild eben, die Situation zwischen zwei Iterationen darstellen. Dasselbe bei Rekursionen, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Diese Bemerkungen brauchen wir vielleicht nicht so weiter hier durchgehen. Die Variante ist in den meisten Fällen, die wir bisher gesehen haben, sehr einfach gewesen, so wie auch bei Bucket Sort. Das war eine reine Zählschleife. Mal ausnahmsweise nicht wie üblich Zählschleifen von vorne nach hinten, sondern ausnahmsweise mal von hinten nach vorne sozusagen. Wir betrachten ja in Bucket Sort zuerst den größten Index, der überhaupt vorkommt, dann den zweitgrößten und so weiter bis zum ersten Index zurück. Und in so einem Fall sagt einfach auch die Variante, ist die Variante sehr einfach. Wir haben zwei Fälle gesehen, in denen die Variante nicht so einfach ist. Das ist einerseits die Prozedur Merge in Merge Sort, wo nicht ein einzelner Index jedes Mal in jeder Iteration eins fortgeschaltet wird, sondern entweder wird der eine Index eins fortgeschaltet oder der andere Index wird eins fortgeschaltet. Sodass die Variante sich nicht formulieren ließ, dass immer ein Index vorwärts geht, sondern die Summe der beiden Indexwerte wird in jeder Iteration um eins erhöht. Wir haben ein zweites Beispiel gesehen bei Quicksort. Quicksort in place. Sie ändern sich die Umordnung eines Arrays,
so, dass zuerst die Elemente kleiner Pivotwert, dann die Elemente gleich Pivotwert und dann die Elemente größer Pivotwert im Array vorkommen, so eine Art Vorsortierung, die noch nicht vollständig das Array sortiert, sondern den ersten Bereich, die Elemente kleiner Pivotwert, und der dritte Bereich, die Elemente größer Pivotwert, die mussten dann nochmal rekursiv mit Quicksort sortiert werden. In diesem Schema, in diesem Algorithmus, den ich Ihnen letztes oder vorletztes Mal, weiß ich nicht genau, vorgestellt hatte, da hatten wir drei Zähler, drei Laufindizes, I1, I2, I3. Und das Einzige, was sichergestellt war dort, war, dass keiner dieser Laufindizes jemals wieder kleiner wird, sondern gleich bleibt oder größer wird in jeder Iteration. Und in jeder Iteration wird mindestens einer dieser Indizes um mindestens einen Wert größer. Und das reicht. Das reicht dafür, dass wir sicher wissen können, dieser Algorithmus wird terminieren. Weil, wenn Sie diese drei Laufindizes haben, in jeder Iteration wissen Sie, mindestens einer geht eins voran. Das heißt, jeder von denen wird nach endlich vielen Schritten nach Hause gelaufen sein und ist nicht mehr im Spiel. Und wenn alle drei nicht mehr im Spiel sind, dann ist dieser Algorithmus zu Ende. Das ist die Variante. Das, was sich ändert in Richtung auf die Abbruchbedingung hin. Die Variante einer Schleife besteht aus allen Unterschieden zwischen dem, was vor einer Iteration ist, der Zustand der Datenstrukturen, die Inhalte der Datenstrukturen unmittelbar vor einer Iteration und dem Zustand unmittelbar nach dieser Iteration. Und hier habe ich noch dazu geschrieben, alles, was Sie hier gesehen haben, Werte von irgendwelchen ganzzahligen Variablen. Es gibt auch andere Situationen, in denen die Variante anders aussieht, aber hier zumindest in der AOD werden wir das nur in der Form überhaupt sehen. Und das ist genau das, was ich eben gesagt hatte, wieder bei Merge zwei Laufindizes und es geht immer einer voran, der andere bleibt stehen in jeder Iteration. Der Unterschied zwischen Zustand vor und nach der Iteration ist, dass der eine von beiden stehen geblieben ist, wo er war, und der andere um eins vorangegangen ist. Dasselbe auch hier bei Rekursion. Da sage ich vielleicht dann noch irgendwann mal was dazu. Sollte ich auf jeden Fall. Sollte nicht verloren gehen. Bemerkungen noch. Und jetzt der Korrektheitsbeweis. Was bedeutet das nochmal? Zur Erinnerung, was bedeutet das, dass ein Algorithmus korrekt ist? Erstens, alle Schritte müssen wohl definiert sein. Es dürfen nicht so Sachen passieren wie Division durch Null oder dass auf einen Array-Index zugegriffen wird, der gar nicht existiert, der nicht im Indexbereich dieses Arrays ist, oder dass auf ein Attribut von 0 zugegriffen wird. Ja, wenn Sie über eine Liste hinausgelaufen sind und das nicht bemerkt haben, greifen Sie plötzlich auf einen Schlüsselwert zu, der gar nicht existiert, weil Ihr Laufpointer nicht auf ein Element der Liste mehr zeigt, sondern eben über die Liste hinausgelaufen, dann eben den symbolischen Wert 0 hat. Was noch? Arithmetischer Überlauf wäre ein Fall, wo der Algorithmus nicht wohl definiert ist. Also alles, letztendlich kann man sagen, alles, wo eine unerwartete Exception geworfen wird, ist, das darf nicht passieren, damit der Algorithmus wohl definiert ist. Das ist das erste Kriterium, wohl Definiertheit aller Operationen. Zweites Kriterium ist, dass der Algorithmus terminiert. Drittes Kriterium ist, das, was er dann bei Terminierung zurückliefert, sind die korrekten gesuchten Werte. So, durch die Variante sehen wir ein, wir formulieren die Variante, ja, wie in dem Beispiel Merge, immer einer der beiden Laufindizes geht um eins voran, der andere bleibt stehen, also die Summe der beiden Laufindizes wird immer um eins größer. Damit ist klar, irgendwann muss der Algorithmus terminieren, nach endlich vielen Schritten, nach so vielen Schritten, wie wir eigentlich Elemente in der Sequenz haben. So, im Fall einer Schleife,
nach einer endlichen Anzahl von Iterationen, von Durchläufen. Im Fall einer Rekursion denken Sie wieder beispielsweise an Merge Sort oder Quick Sort. Was passiert da in einem rekursiven Aufruf? Die Sequenz, die dieser rekursive Aufruf bekommt, diese Teilsequenz vom Gesamtsequenz, wird in zwei Sequenzen zerlegt bei Merge Sort, bei Quick Sort in drei, aber die mittlere Sequenz ist ja nicht weiter wichtig. Also in zwei wesentliche Teilsequenzen zerlegt und damit wird jeweils rekursiv Merge Sort oder Quick Sort wieder aufgerufen. Und da in diesem rekursiven Aufruf passiert mit diesen Teilsequenzen wieder genau dasselbe, in Teilsequenzen zerlegt und damit wieder rekursiv aufgerufen und so weiter und so fort. Es verzweigt sich immer weiter bis Rekursionsabbruch, bis die Sequenz leer oder einelementig ist. Bei Quicksort kann auch sein, dass die Sequenz leer ist, bei Mergesort kann es nur passieren, dass sie einelementig ist. So, was heißt das? Im Fall einer Rekursion, wie bei Quicksort und Mergesort, nach einer endlichen Anzahl von rekursiven Schritten in jeder dieser Verzweigung, in jedem Zweig in dieser schrittweisen Verzweigung, ja, wenn Sie einfach mal so eine Folge von rekursiven Aufrufen verfolgen, die Gesamtsequenz, dann einen von den beiden rekursiven Aufrufen auf einer der beiden Teilsequenzen, dann von diesen beiden Teilsequenzen nehmen Sie sich eine her, einen der beiden rekursiven Aufrufe und so weiter und so fort, bis ganz unten hin, dass nur noch eine einelementige Sequenz übrig bleibt. Die Forderung in jeder solchen Verzweigung, in jedem solchen Zweig dieses Rekursionsbaumes, sollen wir nach endlich vielen Schritten zum Rekursionsanker kommen, zum Rekursionsabbruch. Das ist offensichtlich notwendig. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal geschafft haben, eine Rekursion zu implementieren, die nicht abbricht. Da ja für jeden rekursiven Aufruf wieder Speicherplatz angelegt wird auf dem sogenannten Runtime-Stack intern und dieser Speicherplatz von vornherein limitiert ist, wird es ganz schnell passieren, dass Ihr Programm abbricht, weil der Speicherplatz, der für rekursive Aufrufe reserviert ist oder für Methodenaufrufe für die Organisation reserviert ist, weil der ganz schnell aufgebraucht ist, wenn die Rekursion nicht abbricht, wenn Sie das mit dem Rekursionsanker nicht richtig hingerichtet haben. So, das ist die Aufgabe der Variante, festzustellen nach einer endlichen Zahl von Iterationen bzw. in einer Rekursion in jede Verzweigung des Rekursionsbaumes nach endlich vielen Schritten Abbruchbedingung erreicht. So, und auch das haben wir mehrfach schon durchexerziert. Wenn die Invariante muss so formuliert sein, dass daraus dann am Ende, nachdem die Schleife oder die Rekursion zu Ende ist, Korrektheit des Ergebnisses herauskommt. Bei Bucket Sort, was ist da bei Bucket Sort das Entscheidende? Die Invariante besteht aus mehreren Punkten. Eine Aussage über das Array Groß A, wo ursprünglich alle Strings nach ihren Längen verteilt waren und so nach und nach rausgenommen werden und ins Spiel kommen. Darüber eine Aussage. Eine Aussage über die Buckets, dass sie vor nach jeder Iteration leer sind wieder. Und eine Aussage über diese schrittweise aufgebaute Ergebnissequenz S'. Diese letzte Aussage ist die entscheidende für Korrektheit des Endergebnisses, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Nach jeder Iteration ist es so, dass die Strings, die vorher schon im Spiel waren, beziehungsweise die ins Spiel gekommen sind in dieser Iteration, dass die alle in S' drin sind, und zwar so lexikografisch sortiert ab dem so und so vielten Zeichen. Und wenn wir alle Zeichen durchgegangen sind bis zum allerersten, dann wird die Aussage der Invariante, diese Formulierung wird übergehen in die Formulierung es sind alle Strings in dieser Ergebnisliste S' drin,
Und sie sind lexikografisch sortiert ab dem ersten Zeichen. Und genau das ist Korrektheit der Ergebnisse. Alle Strings kommen raus, die wir reingegeben haben, und sie sind lexikografisch sortiert. Lexikografisch sortiert heißt lexikografisch sortiert ab dem ersten Zeichen. So, und was wir jetzt mehrfach schon gesehen haben, eine Invariante zu beweisen, läuft hinaus auf, amounts to, läuft hinaus auf. Es gibt eigentlich keine alternative Beweistechnik, es ist immer vollständige Induktion. Ich hatte ja gesagt, im Englischen ist vollständige Induktion einfach Induction, was ein bisschen misslich ist, weil unvollständige Induktion auch einfach Induction heißt, also empirische Induktion. Aus Beispielen zu schließen auf den allgemeinen Sachverhalt heißt auch Induction, wie im Deutschen auch Induktion. Und zwar vollständige Induktion über die Anzahl der Schritte, die wir gemacht haben in der Iteration und der Rekursion. Und das werden Sie auf den Übungsblättern oder haben Sie schon auf den Übungsblättern immer wieder gesehen. Die Invariante ist das, was wir in dieser vollständigen Induktion zu beweisen haben. Die Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, ich weiß nicht, wie Sie im Mathematikunterricht das genannt haben, aber Induktionsbehauptung ist wahrscheinlich die Formulierung gewesen. So, der Induktionsanfang, Englisch Induction Basis, den zu beweisen, wieder to amount to, läuft hinaus auf, Beweis, dass das, was wir unmittelbar vor der ersten Iteration gemacht haben, die Initialisierung, dass das die Invariante etabliert. Wenn Sie vor einem komplexeren Stück Software, also wo Sie dann eine Schleife drin haben oder eine Rekursion oder eine Kombination aus beidem oder mehrere ineinander geschachtelte Schleifen oder was auch immer. Wenn Sie davor Initialisierungen machen, warum machen Sie die? Abstrakt gesprochen, oder nicht abstrakt, konzeptionell gesprochen, machen Sie die Initialisierungen, damit die Invariante dieser Schleife oder dieses komplexen Stück Softwares etabliert wird, damit sie vor der ersten Iteration unmittelbar davor gültig ist, sodass dann nur noch notwendig ist, in jeder Iteration bzw. in jedem rekursiven Schritt sicherzustellen, dass die Invariante tatsächlich erfüllt bleibt. Das ist genau das Prinzip vollständiger Induktion. Induktionsvoraussetzung ist, Sie nehmen an, vor dieser Iteration ist die Invariante erfüllt, und Sie beweisen, dass der Induktionsschritt, Sie kennen das in der Form Schritt von n nach n plus 1 oder so, und der Induktionsschritt ist, wenn unter der Voraussetzung, dass die zu beweisende Sache vor der Iteration erfüllt ist, dann ist sie auch nach dieser Iteration erfüllt. Das ist das Prinzip der vollständigen Induktion. Ein bisschen anders, als Sie es wahrscheinlich mit Summenformeln und Ähnlichem in der Mathematik kennengelernt haben, aber das Grundprinzip, dass man eine Aussage über alle natürlichen Zahlen beweist, indem man sie zuerst für die erste Zahl, also 0, beweist und dann immer annimmt, für n gilt die Aussage, wir beweisen im Induktionsschritt, dass sie für n plus 1 auch gilt. Und damit haben wir dann automatisch bewiesen, sie gilt für 0, also Induktionsschritt gilt sie auch für 1, diese Aussage. Für 1, also gilt sie auch für 2, also gilt sie auch für 3, bab, bab, bab. Für 347 gilt sie, also gilt sie auch für 358 und so weiter und so fort bis ins Unendliche. So, hier vielleicht noch eine Bemerkung, Caveat, das ist Englisch, also es ist eigentlich Lateinisch, aber im Englischen übernommen, manchmal liest man es auch im Deutschen, das heißt so viel wie Achtung, aufpassen, Vorsicht, Falle. Häufig,
quite frequently. Häufig ist es so, dass wir die Invariante am Anfang beweisen, dass wir so einen speziellen Nullfall haben. Zum Beispiel, wenn es einfach um die Aufsummierung von Werten geht, die Aufsummierung von Werten in einem Array zum Beispiel, dann ist am Anfang, Induktionsanfang, die leere Summe, wir fangen unmittelbar vor der ersten Iteration, setzen wir die Variable, in der wir die Summe, in der wir die Werte aufsummieren wollen, auf 0. Und das ist korrekt, weil es per Definition der Wert einer leeren Summe ist, über Nullsummanden. Die Summe über Nullsummanden ist eine, das ist eine Konvention in der Mathematik, die ist 0. Und genauso zum Beispiel eine Produktbildung über 0 Faktoren, über keinen einzigen Faktor, ist 1 per Definition. Die Fakultät von 0, ja, die Fakultät ist ja auch, eigentlich auch erst ab 1 definiert. Die Fakultät einer Zahl n ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis n. Da ist keine Definition der Fakultät für die 0 drin. Per Konvention ist sie 1, oder denken Sie an 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. 2 hoch 4 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2, 4 mal als Faktor. Da ist erstmal noch nicht der Fall 2 hoch 0 drin. Den setzt man sinnvollerweise natürlich 2 hoch 0 gleich 1. Kennen Sie alles aus der Mathematik. Das sind Konventionen. Ja, man sagt, 2 hoch 0 ist 1. Fakultät von 0 ist 1. Leere Summe, Summe über eine leere Menge von Summanden, über 0 Summanden ist 0 und so weiter. Das sind Konventionen, die aber natürlich nicht willkürlich gewählt worden sind, sondern die sehr zielführend sind, weil sich praktisch in sämtlichen Kontexten immer gezeigt hat, diese Konvention passt gut ins Schema hinein. Und so ist es bei uns auch immer. Es passt gut ins Schema hinein. Wenn Sie aufsummieren über die Elemente eines Arrays, wenn Sie die alle summieren und am Anfang vor der ersten Iteration die Variable, in der Sie aufsummieren, wenn Sie die auf 0 setzen, was eben der Wert einer leeren Summe ist, dann passt es ins Schema hinein. Aber es ist sinnvoll, sich bewusst zu sein, dass so eine Konvention vielleicht auch doch mal an irgendeiner Stelle falsch sein könnte und dass man vielleicht sicherheitshalber, wenn man den Nullfall mit so einer Konvention erschlägt, dass man vielleicht doch nochmal guckt, der Schritt von diesem Nullfall auf dieser eine erste Induktionsschritt, ob der auch genauso stimmt wie alle weiteren Induktionsschritte. Es ist nur ein Ratschlag, um to be on the safe side, um sicher zu gehen. Gut, damit möchte ich an dieser Stelle mit dem Thema Algorithms and Correctness es erstmal wieder belassen. Wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen. Ich möchte jetzt auf ein anderes Thema kommen, ein anderes grundlegendes Thema. So, wir haben zwei grundlegende Konzepte hier in der AOD, wo wir nicht einfach nur Algorithmen vorstellen, wie die funktionieren, schöne Bilderchen zeigen und so weiter, sondern wo es wirklich um die Analyse von Algorithmen geht, um grundlegende, allgemein verwendbare Prinzipien, Algorithmen zu analysieren. Das eine, waren wir gerade eben beschäftigt, das ist Korrektheit von Algorithmen. Dass ein Algorithmus terminiert, also nicht durch eine Exception terminiert, nicht durch einen undefinierten Schritt terminiert, sondern wohl definiert terminiert und dann auch die richtigen Ergebnisse liefert. Und wir werden jetzt, es war immer schon mal angedeutet, ich habe das immer schon mal angesprochen an der einen oder anderen Stelle, wir werden jetzt systematisch die zweite Art von Algorithmenanalyse betrachten. Das wird jetzt dieses Mal, weiß ich nicht, ob wir damit fertig werden, wahrscheinlich nicht, wird auch noch beim nächsten Mal weiter sein, ein in sich geschlossenes Kapitel, und wenn wir uns das erarbeitet haben, dann gehört das zu unserem Werkzeugkasten.
Worum geht es dabei? Es geht um etwas, das nennt sich Komplexität oder genauer asymptotische Komplexität. Das ist eine Modellierung, eine theoretische, mathematische Modellierung. Ja, die Mathematik wird uns jetzt hier wieder einholen und heimsuchen. Aber keine Sorge, nicht so krass. Eine theoretische, mathematische Modellbildung, um das Laufzeitverhalten von Algorithmen zu modellieren, einzufangen. Und zwar insbesondere das asymptotische Laufzeitverhalten. Das heißt, wenn die Daten, auf denen der Algorithmus arbeitet, wenn wir da immer größere Daten reingeben, ja, beim Sortieren, wenn die Sequenzen, die wir sortieren wollen, immer größer werden, wie verhält sich die Laufzeit dieses Algorithmus? Durch welche Funktion lässt sich das im Wesentlichen, durch welche mathematische Funktion lässt sich das im Wesentlichen beschreiben, wenn wir mal nicht so genau hinschauen, sondern nur Pi mal Daumen rechnen? Und vor allem, wenn wir zwei Algorithmen haben, wie geht die Schere zwischen den beiden Algorithmen bezüglich Laufzeit auseinander? Das hatten wir schon beim Sortieren. Bubble Sort, Selection Sort auf der einen Seite, Merge Sort auf der anderen Seite. Wie geht da die Schere auseinander? Und das möchte ich jetzt erst einmal beginnen nochmal mit einem einfachen Beispiel, das eigentlich zu einfach ist für die AOD, also keiner der Algorithmen, die wir hier eigentlich für sich genommen betrachten, aber so ein einfaches Beispiel hat immer schön die Möglichkeit, dass man Dinge daran illustrieren kann. Wir wollen einen Wert in einem Array suchen. Und zwar suchen wir die 87. Und wie suchen wir in einem Array? Dieses Array ist nicht sortiert. Sie sehen, die Werte sind kunterbunt. Wenn es sortiert wäre, sie sind sortiert natürlich. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Sie sind sortiert 11, 13, 17, 19 und so weiter und so fort. So, eine Möglichkeit ist, einfach mit Index 0 beginnend, also wir sind jetzt wieder bei Java, mit Index 0 beginnend, jedes einzelne Element uns anzuschauen und zu gucken, ist es gleich der 87? Wenn ja, dann haben wir es gefunden. Ist es nicht gleich der 87? Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und wenn wir hier hinten hinausgelaufen sind, dann haben wir es halt nicht gefunden, dann ist dieses Element nicht drin. Und Sie sehen schon die Misere. Ich habe einen Wert genommen, der weit hinten ist. Das heißt also, diese lineare Suche von links nach rechts durchlaufend und jedes Element vergleichen, wird eine Menge Laufzeit kosten. Stellen Sie sich vor, das sind nicht nur so um die 20 Werte, wie hier in dem Beispiel. Stellen Sie sich vor, es sind 20 Milliarden Werte. Dann würde es entsprechend viel Laufzeit kosten. Und stellen Sie sich vor, es ist nicht nur ein Zugriff, ein Suchzugriff, dass wir ein Element suchen, sondern wir haben laufend Anfragen, dieses Element soll gesucht werden, jenes Element soll gesucht werden. Ja, laufend Anfragen an die Studierendenstammdatenbank, diese Matrikelnummer soll gesucht werden, jene Matrikelnummer soll gesucht werden, zum Beispiel. So, der geht also durch und durch und durch, haben wir es übersprungen und beim Index 18 hat er es gefunden. So, andere Variante, wenn er die 88 gesucht hätte statt der 87, dann wäre er genauso durchgegangen bis zur 87. Und dann ist er auf die 89 gekommen und stellt fest, die 89 ist größer als die 88. Unter der Voraussetzung, dass das Array wirklich sortiert ist, wie angenommen wird, wissen wir damit, die 88, die wir gesucht haben, ist nicht in diesem Array drin. So, also ein ganz einfaches Konzept, können Sie ganz einfach in Java implementieren. Sind nur ein paar Zeilen Code, um das zu implementieren. Hier, so könnte man sich das angucken, so könnte man sich vorstellen, find liefert Boolean zurück, entweder gefunden oder nicht gefunden. Hier sehen Sie das Array, hier ist der gesuchte Wert, also der Einfachheit halber mache ich das jetzt hier nicht generisch, wie ich das sonst immer gemacht habe mit Generics und mit einem Comparator oder ähnliches, sondern ich mache das einfach mit Datentyp int, wie in dem Beispiel. Ich gehe wie immer hier durch und
Wenn ich auf einen Wert komme, der nicht, der größer ist als der gesuchte, weiß ich, ich bin über die Position hinausgelaufen, wo dieser Wert sein müsste. Er war aber nicht da, also weiß ich, der Wert ist nicht drin. Hier entsprechend, wenn ich, was ist jetzt los? Danke. Wenn ich den Wert finde, dann liefere ich natürlich true zurück, ich habe ihn gefunden. Und wenn ich bis ans ganz Ende gekommen bin und den Wert nicht gefunden habe, liefere ich auf jeden Fall false zurück. Ganz einfach. Jetzt betrachten wir eine zweite Variante, die schneller geht bei großen Sequenzen, die schneller geht, obwohl sie in jeder Iteration eigentlich mehr macht. Also pro Iteration ist mehr Arbeit, aber die Anzahl der Iterationen ist so krass viel geringer, dass man mit Sicherheit sagen kann, das, was da mehr Arbeit passiert in jeder Iteration, das wiegt diese krass geringere Anzahl von Iterationen nicht auf. Oder umgekehrt, diese krass geringere Anzahl von Iterationen wiegt es voll und ganz auf, dass da mehr passiert. So, wir suchen die 67. Warum auch immer. So, wir haben hier zwei Indizes. Das hier sollen, Sie sehen, da habe ich noch keine Abhilfe gefunden. Sie sehen hier das L, das setzt ja, ist ja gut. Das setze ich auf minus 1, das heißt links, ja, also ich glaube, ich versuche nicht dahin zu zeigen. Also links neben den ersten Index und hier das R wie rechts setze ich rechts neben den letzten Index. Auf diesen Wert setze ich die. So, und damit habe ich eine Invariante etabliert, die ich dann jetzt durchhalten werde. Die Invariante ist ganz einfach. Wenn die gesuchte Zahl überhaupt im Array drin ist, dann ist sie zwischen links und rechts. Das ist in dem Fall hier offensichtlich gegeben, weil das ganze Array ist am Anfang zwischen links und rechts. Also, falls die 67, die wir suchen, drin ist im Array, dann ist sie echt zwischen links und rechts. Also strikt rechts von dem L und strikt links vom R. So, und jetzt gucken wir uns mittleren Wert an. Wir nehmen die Mitte zwischen 20 und minus 1, also 20 plus minus 1, die Summe halbiert, 19 halbe, auf- oder abgerundet, ist eigentlich egal. L gleich 9. Moment, wo ist jetzt genau die 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die 43 ist der Wert. An diesem 9 hier in der Mitte, genau in der Mitte, wir stellen fest, wir machen jetzt hier einen Vergleich. Ist die 43 kleiner oder größer als das gesuchte Element? Die 67 ist gesucht, also ist die 43 kleiner. Wir wissen daher, die 43 und alles, was links davon ist, was hier ausgegraut ist, können wir wegschmeißen. Also können wir natürlich nicht wegschmeißen, können wir ignorieren. Wir setzen jetzt also, L war vorher minus 1, setzen wir jetzt auf 9 und haben die Invariante durchgehalten. Es ist weiterhin der Satz, die Aussage korrekt. Falls der gesuchte Wert 67 überhaupt im Array ist, dann ist er strikt zwischen L und R. Und das können wir uns leisten, weil die 43 kleiner als die 67 ist und daher sowohl die 43 als auch alles links von der 43 kann nicht 67 sein. So, jetzt nehmen wir wieder die Mitte. Also nochmal zurück, 20 plus 9, 29 durch 2, auf- oder abgerundet, kriegen wir 14, Index 14 raus, das ist die 71 und machen wieder diesen Vergleich. Ist die 71 größer oder kleiner als die gesuchte Zahl 67? In diesem Fall ist sie größer,
Als die Zahl kleiner war, haben wir L entsprechend nach links verschoben. Jetzt, wo die 71 größer ist, verschieben wir R inzwischen entsprechend auf diesen Index nach links, denn wir wissen, die 71 und alles, was rechts von der 71 kommt, kann nicht die 67 sein. Und die Invariante ist durchgehalten. Es ist weiterhin die Aussage wahr, wenn die 67 überhaupt im Array drin ist, dann ist sie strikt zwischen L und R. Auch hier wieder, wir finden jetzt den neuen Index, 51 ist kleiner als 67, setzen L da drauf. Also Sie sehen, ich habe das Beispiel so gebastelt, dass wir so richtig schön ausschöpfen können, dass wir so richtig schön immer weiter einkreisen müssen, bis wir endlich die 67 gefunden haben. So, wir haben jetzt immer noch nicht die 67 gefunden, aber die Invariante ist immer noch erfüllt. Die 67 ist echt zwischen L und R. Jetzt nehmen wir wieder die Mitte aus den beiden und das sollte ja wohl die 67 sein. Ja, ist nicht mehr weiter hier aufgeführt. Was ist jetzt das Bessere an der binären Suche? Also Sie sehen zunächst einmal, allein vom optischen Bild her, na, komm, passiert hier mehr als in dem Algorithmus, den wir zuerst hatten, die lineare Suche, binäre Suche, da passiert wesentlich mehr. Gehen wir vielleicht nochmal durch. Hier oben ist alles dasselbe. Find heißt die Methode, Boolean wird zurückgeliefert, war genau dann, wenn das Element x im Array A drin ist. Hier, das war die Initialisierung, links neben dem kleinsten Index, eins kleiner als der kleinste Index und hier eins größer als der größte Index. Hier ist die Abbruchbedingung, solange R und L noch auseinander sind, gucken wir uns immer die Mitte an, M wie Mitte oder Middle oder was weiß ich. Links und rechts halbe, ganzzahlige Division heißt also abgerundet. Wir gucken uns an, ob der Wert, der da in der Mitte steht, der gesuchte ist. Wenn ja, haben wir ihn natürlich gefunden, also liefern wir true zurück. Und ansonsten machen wir diese Fallunterscheidung. Wenn das mittlere Element kleiner als der gesuchte Wert ist, dann packen wir L in die Mitte, schneiden damit die linke Seite ab und ansonsten packen wir R in die Mitte, schneiden damit die rechte Seite ab. Und wenn wir nie auf true kommen dabei, wenn wir also irgendwann hinkommen, dass wir einen leeren, am Ende, was heißt denn das hier, solange R größer L plus 1 ist? Was ist denn die Abbruchbedingung? Die Abbruchbedingung ist, dass R kleiner gleich L plus 1 ist, das heißt, dass der Bereich, in dem die 67 noch sein kann, leer geworden ist. Und in einem leeren Bereich kann die 67 nicht sein. Das heißt, diese Abbruchbedingung greift erst in dem Moment, wenn der Bereich, in dem laut Invariante der Wert zu finden sein muss, sofern er überhaupt da ist, wenn der leer geworden ist. Und dann geht die Invariante über in die Aussage, das Element ist nicht enthalten. Ja? Die Invariante sagt, wenn das Element enthalten ist, dann ist es strikt zwischen L und R. Am Ende ist dieser Bereich strikt zwischen L und R leer geworden. Das heißt, wenn die Invariante sagt, wenn das Element enthalten ist, ist es in diesem leeren Bereich enthalten und das kann nicht sein. Die Invariante, eine neue Version, die Invariante geht über in die Aussage, das Ergebnis in dem Fall false, wenn die Abbruchbedingung erreicht ist, ist korrekt. So, warum ist das jetzt, binäre Suche jetzt besser? Weil die Anzahl der Schritte viel, viel kleiner ist, die Anzahl der Iterationen. Da haben wir wieder die Situation, die wir schon mal bei Merge Sort gegen Selection Sort und Bubble Sort hatten. Ja? Bei linearer Suche müssen Sie hier, okay, hier ist es übersprungen worden, müssen Sie hier alle Elemente durchgehen. Bei einer Milliarde Elemente kann es Ihnen passieren, dass Sie eine Milliarde Elemente durchlaufen müssen, je nachdem, welchen Wert Sie suchen. Hier halbiert sich in jeder Iteration die Größe des Bereichs, den Sie betrachten müssen. Ungefähr, plus minus 1. Ja, nach
Wenn wir wieder eine Liste der eine Sequenz der Länge 1 Milliarde haben, dann haben wir nach einer Iteration nur noch eine Sequenz der Liste 500 Millionen, dann nur noch eine Sequenz der Länge 250 Millionen, dann nur noch 125 Millionen und so weiter und so fort. Und das haben wir schon mal im Zusammenhang mit Merge Sort durchexerziert. 1 Milliarde Elemente schrittweise halbiert bedeutet Größenordnung 2er-Logarithmus von 1 Milliarde viele Schritte, plus minus 1. Was ist der 2er-Logarithmus von 1 Milliarde? Das ist 30 Größenordnung, plus minus 1. Das heißt, wir haben hier im schlimmsten Fall nicht mehr 1 Milliarde Schritte, sondern wir haben nur noch im schlimmsten Fall 30 Schritte. Ein kleiner Unterschied, der sicherlich den Unterschied hier, dass das komplizierter ist als bei der linearen Suche, absolut um Größenordnung kompensiert. Und genau um solche Betrachtungen geht es. Das eine, bei dem ersten Algorithmus ist der Aufwand proportional. Die Anzahl der Schritte, die der Algorithmus machen muss, ist proportional zur Länge der Sequenz. Im anderen Fall ist er nur proportional zum Logarithmus, zum 2er-Logarithmus der Länge der Sequenz. Hier nochmal aufgeführt, dass Sie es als Tabelle vor Augen haben. Wenn Sie hier eine beliebige natürliche Zahl n angeben, und hier nehme ich der Einfachheit halber nur 2er-Potenzen, ich könnte natürlich auch Zahlen dazwischen nehmen, aber das macht die Sache nur unnötig kompliziert, dann sehen Sie, die 2er-Logarithmen wachsen deutlich langsamer. Wir können hier große Sprünge machen. Wir können jetzt mit den Potenzen von 1024 weitermachen. 1024 ist 2 hoch 10, 1024 im Quadrat ist deshalb natürlich 2 hoch 20 und so weiter und so fort. Also Sie sehen, Sie haben hier gigantische Zahlen von n mit moderater Anzahl von Iterationen, die Sie brauchen, wenn Sie binär und nicht linear arbeiten. Das wird uns noch öfters begegnen, dieses Schema, bei verschiedenen Datenstrukturen. So, damit haben wir dieses Beispiel gesehen. Ich möchte zum nächsten Beispiel kommen. Das ist jetzt ein Algorithmus, den Sie schon gesehen haben. Vor einiger Zeit. String Matching, Sie erinnern sich die Problemstellung. Wir haben einen großen String, eine Datei vielleicht, und wir suchen alle Vorkommen eines zweiten gegebenen Strings, eines meistens eher kleineren Strings, in diesem großen String. Und wir haben einen einfachen Algorithmus dafür betrachtet, wo wir in jedem Schritt immer die Kandidaten mitschleppen, also die Anfangsstücke von dem gesuchten String in dem großen String bis zu dem Punkt, wo wir bisher durchgelaufen sind. Und können uns mal angucken, was das für eine Laufzeit, was für eine asymptotische Komplexität das hat. S ist der große String. So viele Zeichen, wie der große String hat, so viele Iterationen hat die Hauptschleife. Ja, wir gehen Zeichen für Zeichen von vorne bis hinten durch und gucken uns da immer die lokale Situation an bis dahin. So, was kostet eine Iteration? Wie viele Kandidaten können wir maximal gleichzeitig mitschleppen? Naja, die einzelnen verschiedenen Präfixe von Groß T, von diesem gesuchten String, können Kandidaten sein. Jeder Kandidat ist ein Präfix davon, aber nicht jeder Präfix ist unbedingt ein Kandidat im Moment. Also im schlimmsten Fall können wir nur so viele Kandidaten haben. Das heißt also, es kann nicht schlimmer kommen. Ja, das wird die Logik hier immer sein. Wir werden den schlimmsten Fall, den Worst Case im Englischen, den schlimmsten Fall uns meistens betrachten, aus einsichtigen Gründen. Wir wollen ja auf der sicheren Seite sein. Es kann nicht schlimmer kommen, als wenn wir S und T wachsen lassen, einer von den beiden wächst oder beide wachsen, wenn wir uns das immer größere und größere Beispiele vornehmen,
dann wird das Ganze immer mehr darauf hinauslaufen. Das ganze Brimborium drumherum, Initialisierung und am Ende Aufsammeln des Ergebnisses und Rückgeben des Ergebnisses, Methodenaufruf und so weiter, das Ganze drumherum. Je größer die beiden Strings werden, ich glaube, es ist offensichtlich, umso weniger fällt dieses Brimborium drumherum ins Gewicht, umso genauer wird am Ende nur der Aufwand pro Iteration sein, der im schlimmsten Mal der Anzahl der Iterationen, also im schlimmsten Fall kommt das hinaus. Was immer noch an weiteren Werten dazukommt, durch die Initialisierung am Anfang, Methodenaufruf und so weiter, am Ende Return und so weiter, wenn die Strings riesengroß sind, S hat 1 Milliarde Elemente und T hat 1000 Elemente, dann spielt dieses Brimborium drumherum keine Rolle mehr für die Laufzeitbetrachtung. Nicht? Das ist vernachlässigbar. So, das war jetzt der schlimmste Fall, der Worst Case. Wie sieht der beste Fall aus? Wir haben immer leere Kandidatenliste. Das heißt, besser als... Wir müssen ja alle Zeichen von S einmal durchgehen. Das heißt, besser als proportional zu S kann es nicht werden. Also wenn wir nie die Kandidatenliste in der Kandidatenliste irgendwas haben, haben wir immer noch einen Aufwand, der proportional zu S ist. Das ist also die Diskrepanz. Ja? Im schlimmsten Fall S multipliziert mit T, proportional dazu. Im besten Fall proportional nur zu S. Gut, das ist Simple String Matching. Wir haben aber uns noch einen zweiten Matching-Algorithmus angeschaut, und zwar mit der Begründung, dass der von der Laufzeit her besser ist bei großen Eingaben. Ja, denken Sie wieder, was ich eben gesagt habe. S hat 1 Milliarde Elemente, T hat 1000 Elemente oder 1 Million Elemente. Ja, irgendwie große Eingaben. So, wie komme ich dazu zu behaupten, dass da dieser Algorithmus besser ist? Also vor allem, wenn das S groß ist, das ist ja die typische Situation. Das T ist ja meistens gar nicht so groß, aber das S kann beliebig groß sein. Denken Sie an das Beispiel DNA-Sequenzen, das ich gesagt habe, wo locker mal mehrere Milliarden Elemente in so einer DSA-Sequenz drin sind. Wir haben wieder S-Iteration der Hauptschleife. Wir haben ein Preprocessing. Wenn Sie sich das nochmal angucken, will ich jetzt nicht nochmal im Detail durchgehen, aber wenn Sie sich das angucken, dann haben Sie, es geht um den Aufbau der Lookup-Table, um Aufbau der Tabelle, wo Sie für eine Spalte haben für jedes Zeichen im Alphabet und eine Zeile haben für jeden Zustand, den die Variable Q annehmen kann. Tabelle, alle Werte in einer Tabelle setzen, heißt zwei ineinander geschachtelte Schleifen über die Spalten und über die Zeilen. Jede einzelne dieser Iterationen für jeden einzelnen dieser Einträge, wenn Sie sich das nochmal angucken, den Code dazu, Sie haben ja in Java den Code, in Moodle haben wir auch hier uns angeschaut in der Vorlesung, also auch in der Vorlesungsaufzeichnung haben Sie das nochmal. In jeder Iteration werden Strings miteinander verglichen. Es ist wieder eine Schleife, die maximal T mal zwei Strings miteinander vergleicht. Diese Strings haben ihrerseits Länge höchstens T. Das heißt, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, in der Hauptschleife passiert ja nicht mehr viel. In der Hauptschleife gucken wir uns Q an. Wir setzen Q neu, diese ganzzahlige Variable setzen wir neu. Und wenn Q den höchstmöglichen Wert hat, haben wir ein neues Vorkommen von T in S gefunden. Dann würden wir diesen entsprechenden Index in S in unsere Ergebnisliste hineinpacken. Ja, da passiert, es passiert nicht viel und vor allem, es ist in jeder Iteration ist konstanter Aufwand. Ja, es okay. Es gibt einen Unterschied, ob jetzt ein Kandidat ein Vorkommen gefunden wurde und dann reingetan wird in die Ergebnisliste oder nicht, aber
Das ändert nichts daran, dass es im Prinzip konstant ist. Mehr als das, Q lesen, neues aktuellen Wert in die Ergebnisliste packen, Q neu setzen, mehr passiert in keiner einzigen Iteration. Nicht abhängig von der Größe von S und T. Was in einer Iteration passiert, ist nicht mehr abhängig davon, also wie viel das uns Zeit kostet, ist nicht mehr davon abhängig, wie groß S und T sind. Das war beim Simple String Matching anders. Da hat uns in jeder Iteration im schlimmsten Fall ein Aufwand proportional zur Länge von Groß T geblüht. Hier ist das nicht mehr der Fall. Und deshalb ist der Aufwand der Hauptschleife nur proportional zu S. Und was Sie hier sehen, ist, dass hier alles zusammengesammelt, der Aufwand des Preprocessings ist proportional dazu. Hier bekommen wir zwei Faktoren. Sigma, die Größe des Alphabets, und die Größe von Groß T. Das ist T mal Sigma-Größe. Hier bekommen wir den zweiten Faktor Groß T. Und hier bekommen wir den dritten Faktor Groß T hinein. Ja? Ineinander geschachtelte Schleifen. Ich denke, das hatten wir schon bei Selection Sort und Bubble Sort. Das multipliziert sich. Die Anzahl der Iterationen in der inneren Schleife multipliziert sich mit der Anzahl der Iterationen in der äußeren Schleife. Offensichtlich, weil genauso viele Iterationen der inneren Schleife insgesamt durchlaufen werden. Ja, was hier steht, ist eigentlich erst einmal, für diese beieinander geschachtelten Schleifen werden T mal Sigma viele Iterationen insgesamt durchlaufen. Der inneren Schleife, ist egal, welche von den beiden die innere ist. Hier drin, nochmal eine Schleife drin, davon werden insgesamt T Quadrat mal Sigma viele Iterationen durchlaufen. Und jeder einzelne Schritt im Stringvergleich wird dann T hoch 3 mal Sigma. Der Vergleich zweier Zeichen, um zwei Strings zu vergleichen, wird T hoch 3 mal Sigma durchlaufen. Und das ist der Proportionalitätsfaktor. So viel passiert in der allerinnersten Iteration. Das, was eben am häufigsten überhaupt passiert, ist natürlich bei ineinander geschachtelten Schleifen die Anzahl der Iterationen in der allerinnersten Schleife. Damit haben wir das auch gesehen. Lassen Sie das dann, also schauen Sie sich das nochmal zu Hause genau an. Sie haben ja auch dazu wieder ein vorfabriziertes Video, wie zu den anderen Themen auch. Nicht nur zu den Algorithmen selber, sondern auch zu diesen analytischen Fragestellungen haben Sie vorfabrizierte Videos, die Sie ja auch in der Videothek Algorithmik in YouTube abgreifen können. Dann können Sie das nochmal sich rekapitulieren zu Hause, wie der Algorithmus genau funktioniert, sodass Sie das nochmal in Entsprechung bringen können mit dem, was ich hier sage. Selection Sort, Sie erinnern sich, wie der Algorithmus funktioniert zum Sortieren. Wir haben eine äußere Schleife. In der ersten Iteration dieser äußeren Schleife wird das größte Element an den letzten Index getauscht. In der zweiten Iteration das zweitgrößte an den vorletzten Index, in der dritten Iteration das drittgrößte Element an den drittletzten Index und so weiter und so fort, bis am Ende der ganze Array sortiert ist. Und in jeder Iteration haben wir wieder eine Schleife da drin, die das größte Element unter den noch im Spiel befindlichen herausfindet. Das heißt, wir haben auch zwei ineinander geschachtelte Schleifen wieder. Innere Schleifen haben wir ungefähr proportional zu n². Ja? Versuchen wir es nochmal so rumzurechnen. Nehmen wir mal an, wir haben 1 Milliarde Elemente zu sortieren in unserer Sequenz. 1 Milliarde Elemente. In der ersten Iteration der äußeren Schleife braucht die innere Schleife 1 Milliarde minus 1 Schritte. In der zweiten entsprechend 1 Milliarde minus 2 Schritte und so weiter und so fort, bis sie am Ende nur noch eine Iteration hat. Das heißt, im Durchschnitt
Im Durchschnitt braucht die innere Schleife 500 Millionen, genau die Hälfte Iteration. Und das ist proportional 1 Milliarde mal 500 Millionen, das ist proportional zu 1 Milliarde zum Quadrat. Also die Anzahl der Iterationen bei 1 Milliarde Elemente, die Anzahl der Iterationen der inneren Schleife ist 1 Milliarde zum Quadrat durch 2, ist proportional zu 1 Milliarde zum Quadrat. Allgemein gesprochen, bei n zu sortierenden Werten, groß N, ist die Anzahl der Iterationen der inneren Schleife, die Gesamtsumme aller Anzahlen von Iterationen, im Durchschnitt ist die Anzahl der Iterationen n halbe, ergibt n Quadrat halbe viele Iterationen proportional zu n Quadrat. Was müssen wir? Wir haben in der äußeren Schleife noch ein bisschen Organisation zu leisten, ja, den Laufindex vorwärts schalten, Abbruchbedingungen prüfen und so weiter. Das haben wir n-mal. Die äußere Schleife wird ja nur n-mal durchlaufen. Also, und wir haben außerhalb der äußeren Schleife auch noch ein bisschen Aufwand. Methodenaufruf, Initialisierung, am Ende ein Return und solche Sachen. Das ist was, alles, was außerhalb dieser Schleifen ist, ist ein Aufwand, der nicht abhängig ist von der Zahl groß n, von der Anzahl der so sortierenden Elemente. Also im Prinzip konstant. Ja? Sie sehen jetzt hier, wir haben, was in der inneren Schleife passiert, ist proportional zu n Quadrat. Ja? Bei 1000 proportional zu 1000 Quadrat, bei 1 Million proportional zu 1 Million Quadrat. Sie sehen, das wächst dramatisch schnell. Das, was in der äußeren Schleife noch hinzukommt an Aufwand, ist nur proportional zu n. Also bei 1000 proportional zu 1000, bei 1 Million proportional zu 1 Million, wächst immer noch ordentlich, eben linear. Aber bei weitem nicht so, also spielt praktisch keine Rolle mehr im Verhältnis zu dem Aufwand, den die innere Schleife uns kostet. Und das, was ganz außerhalb der beiden Schleifen ist, spielt erst recht keine, also überlegen Sie sich das vor Augen. Ja. Sie haben die beiden Schleifen und ein bisschen was drumherum an Aufwand. Der Laufzeitaufwand für die innere Schleife über alle Iterationen der äußeren Schleife hinweg summiert, ist so dramatisch groß, da spielt alles andere drumherum keine Rolle mehr. Und deshalb kommen wir hier zur Schlussfolgerung, wenn n wächst, 1000, Millionen, Milliarden, dann ist die Laufzeit, die Asymptotik, ja, dann geht die Laufzeit asymptotisch proportional immer mehr zu n Quadrat, denn die anderen hereinkommenden Teilaufwände hier spielen keine Rolle mehr. Kann man vernachlässigen. So, das können wir zusammenfassen. Tja. Die Komplexität eines Algorithmus ist komplex. Aber das Schöne ist, das war jetzt dieses letzte Beispiel, die Laufzeit ist abhängig von verschiedenen Größen, von verschiedenen mathematischen Termen, so wie eben. Ein Teil ist proportional, Teil des Aufwandes ist proportional bei Selection Sort zur Länge der Sequenz zum Quadrat, ein Teil nur zur Länge der Sequenz und Teil unabhängig von der Länge der Sequenz. Und diese Terme, die Terme minderen Gewichts, die Terme minderer Ordnung, die kann man, wenn es darum geht, zu betrachten, wie sich die Laufzeit asymptotisch entwickelt, wenn die Eingaben immer größer werden, dann fallen die immer weniger ins Gewicht. Im schlimmsten Fall,
Ja, wir haben das gesehen beim Beispiel String Matching, mit dem Simple String Matching. Der beste Fall, im besten Fall war die Laufzeit nur abhängig von der Größe von Groß S. Im schlimmsten, wenn die Kandidatenliste leer ist, im schlimmsten Fall, wenn die Kandidatenliste immer maximal gefüllt ist, in jeder Iteration war die Laufzeit proportional zu Länge von S multipliziert mit Länge von T. Also das ist schon eine ordentlich große Bandbreite, ne? Aber das werden wir uns jetzt genauer ansehen. Der bestmögliche Fall ist jetzt nicht so wichtig, nicht? Also man kann natürlich optimistisch sein und sagen, naja, ich spekuliere mal drauf, dass der bestmögliche Fall immer eintritt, aber das ist, glaube ich, keine sehr zuverlässige Spekulation. Was uns eher interessiert, ist der schlimmste Fall, der eintreten kann. Und da eben die meisten Terme wegfallen, wird man das mit relativ einfachen Funktionen, in dem Fall Selection Sort mit n Quadrat, hinkriegen, die Laufzeit für den schlimmsten Fall einzuschätzen, nach oben abzuschätzen. Also, dass wir sicher sein können, es kann nicht schlimmer sein als das, was uns diese Funktion ausgeht. Immer mit, wir haben hier die ganze Zeit einen Abstraktionssprung gemacht, ohne dass ich das erwähnt habe. Der Abstraktionssprung ist der, dass ich immer von proportional geredet habe. Was heißt denn proportional? Das kennen Sie aus der Mathematik in der Schule, gehe ich mal davon aus. Was heißt es, dass das Laufzeitverhalten proportional zu n Quadrat ist, das für Selection Sort? Das heißt, es gibt immer, es ist, die Laufzeit ist natürlich nicht gleich n Quadrat. Also die Anzahl der Maschineninstruktionen, die durchgeführt werden vom Algorithmus, ist nicht gleich n Quadrat oder so etwas. Sondern proportional heißt, es gibt einen Proportionalitätsfaktor. Die Laufzeit von Selection Sort ist n Quadrat nicht schlimmer als n Quadrat multipliziert mit diesem Proportionalitätsfaktor. Der kann sehr hoch sein, dieser Proportionalitätsfaktor. Das haben wir gesehen bei linearer Suche, ganz am Anfang, lineare Suche gegen binäre Suche. Bei binärer Suche, das, was in einer Iteration passiert, dieser Proportionalitätsfaktor, ist wesentlich höher bei binärer Suche als bei linearer Suche. Da passiert einfach weniger pro Iteration, weniger Aufwand, weniger Laufzeit, Verlust pro Iteration. Aber wir sagen hier, und das ist auch eine sehr sinnvolle, vernünftige Sicht, auch wenn es erstmal ein bisschen komisch klingt, wir sagen hier, dieser konstante Faktor, den klammern wir aus unseren Betrachtungen aus. Den können wir ausklammern, weil uns interessiert, wie dieser Fall mit logarithmischer binäre Suche gegen lineare Suche. Uns interessiert die Situation, die Analyse, wenn Algorithmen weit auseinandergehen, wenn die Schere weit auseinanderklafft. Asymptotisch andere Funktionen, linear gegen logarithmisch. Dann, egal wie groß der Proportionalitätsfaktor jeweils ist, egal wie viel Aufwand in einer Iteration jeweils bei dem einen oder bei dem anderen Algorithmus passiert, irgendwann geht die Schere so weit auseinander, dass im Vergleich dazu dieser Unterschied im Proportionalitätsfaktor, der Unterschied, dass bei der binären Suche pro Iteration mehr passiert als bei linearer Suche, dass der einfach nicht mehr ins Gewicht fällt, dass der einfach nicht mehr relevant ist. Natürlich, wenn Sie zwei Algorithmen haben, die dieselbe asymptotische Komplexität haben, ja, Selection Sort und Bubble Sort, beide quadratisch, n Quadrat, und Sie interessieren sich für die Frage, welcher von den beiden ist besser, da greift diese Art von Analyse nicht mehr. Da können wir auch mathematisch gar nichts mehr machen. Denn welcher von den beiden Algorithmen besser ist, Selection Sort oder Bubble Sort? Das hängt von sehr vielen Unwägbarkeiten ab. Das hängt davon ab, wie Sie die beiden Algorithmen implementiert haben. Das hängt davon ab, wie gut die Optimierungsmöglichkeiten vom Compiler und so weiter mit den beiden Implementationen, die Sie da gemacht haben,
fertig wird. Das hängt davon ab, zufällig, wie gut die beiden Implementationen, die Sie da gemacht haben, mit dem Cache klarkommen, der zwischen den Registern und dem Hauptspeicher ist und so weiter und so fort. Und manchmal könnte man denken, es hängt auch von der Mondphase oder Ähnlichem ab. So merkwürdig ist manchmal das Verhalten, das Laufzeitverhalten. Ja, also hier geht es darum, Algorithmen einzuteilen in grobe Klassen. Beim Sortieren haben wir eine grobe Klasse, n², in der ist Selection Sort und Bubble Sort. Eine andere grobe Klasse, n multipliziert mit zweier Logarithmus von n, in der ist Merge Sort drin. Und die Tatsache, dass Merge Sort in einer anderen, besseren Klasse ist als Selection Sort und Bubble Sort, reicht, um festzustellen, für leidlich große Datenmengen verwende ich Merge Sort und nicht Selection Sort oder Bubble Sort. Das ist die Logik, auf die wir uns hier einlassen müssen, die ich jetzt versucht habe, anhand von verschiedenen Beispielen zu motivieren. Und jetzt werden wir noch, wir werden heute damit nicht fertig werden, aber jetzt werden wir damit beginnen, diese Logik in Konzepte zu fassen. Und wir werden nicht umhin können, ein bisschen mit mit Schulmathematik umzugehen hier. Denn Sie kennen den Begriff asymptotisch vermutlich, wenn überhaupt, dann aus der Schule. Nicht? Sie haben eine Funktion, Kurvendiskussion, sowas. Manche Funktionen gehen asymptotisch gegen Null, andere gehen asymptotisch gegen unendlich, manche gehen auch gegen den endlichen Wert. Eine Funktion geht asymptotisch gegen eine andere Funktion. Solche Sachen haben Sie sicherlich in der Schule mal gesehen. Oder? Ja. Es klingt jetzt so, als ob Sie es noch nicht zu 100% geschafft haben, das zu verdrängen. Darauf baue ich dann jetzt hier auf. Aber wenn Sie es 100%ig geschafft haben, das zu verdrängen, bilde ich mir ein, ist es vielleicht doch verständlich, was ich hier sage. So. Sieht schon mal furchtbar aus, ne? Was wir hier betrachten, sind generell, also wir fangen jetzt erst einmal mit der mathematischen Seite an. Wir vergessen jetzt mal für einen Moment Algorithmen und Laufzeiten und betrachten nur das mathematische Fundament in diesem Foliensatz. Wir vergleichen Funktionen miteinander, zwei Funktionen, die ich f und g nenne, die auf nicht negativen reellen Zahlen generell definiert sind, und zwar nicht nur einen Input haben, nicht nur einen Parameter haben, sondern eine feste Zahl von k, endlich viele k Parameter, und die einen Funktionswert dann hier in die reellen Zahlen wieder haben. Worauf das hinauslaufen wird, ist zum Beispiel beim String-Matching, da hatten wir zwei Parameter, die Länge von dem String groß S und die Länge von dem String groß T. Zwei Parameter, das heißt, da wäre k gleich 2. Und so wie die variieren, das ist hier das Urbild, und das Bild, das ist dann soll dann die Laufzeit sein. Ich betrachte hier reelle Zahlen, obwohl natürlich bei einem Algorithmus die Anzahl der Instruktionen, die durchlaufen werden, die Anzahl der Taktzyklen, die die Maschine durchläuft, um den Algorithmus durchzuführen, ist natürlich eine ganze Zahl. Aber die Analysemethoden, die wir brauchen werden, kommen aus der Analysis. Wir brauchen ein bisschen Differentialrechnung hier, nicht viel. Das heißt also, für den mathematischen Hintergrund müssen wir uns mit reellen Zahlen ein bisschen abplagen. Und werden dann bei Algorithmen wieder schauen, was das dann für die ganzen Zahlen heißt. So, asymptotisch schneller. Was heißt es, dass eine Funktion asymptotisch schneller als die andere ist? Das bedeutet, das, was hier angedeutet ist, nur angedeutet, also ich habe einiges von der Notation weggelassen, wenn wir x1 bis xk
gegen unendlich gehen lassen. Ja, wir haben ja k Argumente in den beiden Funktionen. Es ist eine mehrstellige, es sind zwei mehrstellige Funktionen, die gleichen Stelligkeiten. Wenn wir x1 bis xk gegen unendlich gehen lassen, in irgendeiner Form, egal wie, x1 zuerst, dann x2 ein bisschen mehr oder was auch immer, dann soll dieser Quotient existieren und gleich 0 sein. Das habe ich hier angedeutet mit zwei Parametern. Ja, wenn Sie nur mit zwei Parametern kann ich das zeichnen, weil ich ja nur eine zweidimensionale Arbeitsfläche hier habe. Versteht sich. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie zwei Variablen, x1 und x2, sich denken können, dass das unendlich, gegen unendlich geht. Ja, Sie können hier erstmal ein bisschen x1 gegen unendlich gehen lassen, hier ein bisschen mehr x2 auch, vielleicht geht x2 auch mal wieder zurück, rückwärts, ja. Was hier dahinter steht, hinter diesem Limes, ist, egal welcher Spur Sie hier folgen, egal in welcher Form Sie x1 und x2 gleichzeitig gegen unendlich gehen lassen, mal ein bisschen mehr x1, mal ein bisschen mehr x2, mal vielleicht auch mal wieder rückwärts oder sowas, aber in der Tendenz gegen unendlich, egal wie, es muss am Ende 0 rauskommen beim Quotienten. Dann ist f asymptotisch schneller als g. Im eindimensionalen Fall wäre das, gut, auf diese Fälle kommen wir noch. Bleiben wir erstmal beim zweidimensionalen Fall. Hier ist ein einfaches Beispiel. Sie haben im Zähler eine Funktion in zwei Parametern x1 und x2, einfach die beiden Parameter quadriert und das Ergebnis, die beiden Ergebnisse addiert. Und Sie haben im Nenner die beiden Parameter in die dritte Potenz gesetzt und die Ergebnisse addiert. Und Sie wissen aus der elementaren Differentialrechnung, Kurvendiskussion und so weiter aus der Schule, hier unten haben wir Kuben, und hier oben haben wir Quadrate. Egal, wie Sie sich vorstellen, dass x1 und x2 gegen unendlich wachsen. Am Ende kommt hier 0 raus, weil die Kuben eben die Quadrate, egal wie, dominieren. Also diese Funktion x1 hoch 3 plus x2 hoch 3, die hier im Nenner ist, wächst asymptotisch schneller als x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Ja, im Eindimensionalen stellen Sie sich vor, x hoch 3 wächst natürlich schneller als x Quadrat. Das wäre der eindimensionale Randfall, den man noch schön zeichnerisch darstellen kann. Asymptotisch gleich ist, hier muss ich auf etwas zurückgreifen, was mal nur kurz in der Analysis erwähnt wird, weil man das braucht zur Einführung des Limes. Das ist der Limes superior. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes. Wenn Sie wieder dieselbe Bild haben, x1 und x2 gehen irgendwie beliebig irgendwo hier in dem Quadranten ins Unendliche rein. Ja? Die gehen ja alle irgendwie anders, vielleicht sogar oszillierend, ja? Dass es immer so weitergeht ins Unendliche. Je nachdem, wie die Funktion aussieht, kann da ja völlig unterschiedliche Grenzwerte rauskommen, wo so eine Spur am Ende hinkommt. Völlig unterschiedliche Grenzwerte. Und was der Limes superior ist, das ist einfach der größte Grenzwert, der herauskommen kann. In der Wiki-Seite dazu finden Sie auch nochmal den Link auf die Definition des Limes superior in der englischsprachigen Wikipedia. Also einfach anklicken, den Begriff. Und da kommen wir aber auch noch dazu, zu dieser Wiki-Seite beim nächsten Mal, denke ich. Und wenn Ihnen die englischsprachige Wikipedia nicht behagt, wissen Sie ja, dass Sie dann
im Menü auf die deutschsprachige Seite gehen können, den deutschsprachigen Artikel dazu. So, asymptotisch gleich heißt erstens mal, dieser Quotient, egal wie sie ins Unendliche gehen, dieser Quotient, der Grenzwert, der dabei herauskommt, übersteigt nicht einen gewissen Wert, ist beschränkt. Und asymptotisch gleich heißt, dass es auch umgekehrt ist. Das bedeutet schlicht und, was hier steht, bedeutet schlicht und einfach, dass f und g in einer gewissen Bandbreite zueinander bleiben, in einer gewissen Bandbreite ausgedrückt durch Faktoren. F wird, wenn es gegen unendlich geht, wird nicht mehr beliebig viel größer, ein beliebig viel größeres Vielfaches von g, und g wird nicht ein beliebig viel größeres Vielfaches von f. Wenn wir Proportionalitätsfaktoren aus der Betrachtung herausnehmen, dann heißt das, die beiden gehören zu derselben Klasse. Ja, wenn einer quadratisch wächst, wächst der andere auch quadratisch. Vielleicht, das ist nochmal umgedreht, wenn Sie g und f vertauschen, dann kommt da das Gegenstück der Limes inferior heraus. Das heißt also, so wie der größte Grenzwert, der hier rauskommen kann, bei g durch f, kleiner unendlich ist, wenn Sie Zähler und Nenner vertauschen, der kleinste Grenzwert von diesem Quotienten ist immer noch größer 0. Hier wieder ein Beispiel von zwei asymptotisch gleichen Funktionen jetzt. Sie haben hier eine Funktion in x1 und x2 und Sie haben hier eine zweite Funktion von x1 und x2. Hieran, also ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie die Definition von Limes superior und Limes inferior gefressen haben. Also gefressen im Sinne von, es hängt Ihnen zum Hals raus, schon, aber nicht im Sinne gefressen von, ich habe verdaut und verstanden. Aber hier an diesem Beispiel kann man gut nochmal hoffentlich verständlich machen, was dieser Limes superior und dieser Limes inferior eigentlich sind. Ja, das sind Funktionen, die Ihnen aus der Schule bekannt vorkommen sollten, Polynome. Und Sie sehen, wenn Sie sich in Gedanken vorstellen, wie jetzt x1 und x2 so alles gleichzeitig mehr oder weniger schnell relativ zueinander gegen unendlich streben. Nehmen wir mal den einen Extremfall an, x1 geht pfeilgerade gegen unendlich und x2 dümpelt hinterher. So, dümpelt so weit hinterher, dass x2 gar keine Rolle großartig spielt. Ja? Dann sehen Sie hier, der größte Term im Zähler ist 3 mal x1 Quadrat. Alles andere, linear, viel x1, 5 mal x1 spielt keine Rolle, wenn x1 gegen unendlich geht, gegenüber 3 mal x1 Quadrat. Und wenn x wesentlich schneller gegen unendlich geht, x1 wesentlich schneller als x2 gegen unendlich geht, dann spielt auch dieser Term keine Rolle. Das heißt also, im Wesentlichen wächst, wenn x1 und x2 so gegen unendlich gehen, dass x1 sehr viel schneller gegen unendlich geht als x2, dann wächst diese Funktion im Zähler praktisch proportional zu 3x1 Quadrat. Die beiden anderen Terme spielen keine Rolle im Verhältnis. Die hinken immer weiter hinterher. Und hier, wenn x1 wesentlich schneller gegen unendlich geht als x2, dann heißt das, diese beiden Summanden hier, die letzten beiden Summanden, spielen keine Rolle mehr. Die Funktion wächst asymptotisch, praktisch asymptotisch mit x1 Quadrat. So, die Zählerfunktion wächst asymptotisch mit 3x1 Quadrat, die Nennerfunktion wächst asymptotisch mit x1 Quadrat. Das heißt, der gesamte Bruch strebt gegen die 3. Und das ist auch die größte Zahl, die man irgendwie durch x1 und x2 gegen unendlich gehen lassen erreichen kann. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie das Ganze
gegen einen Grenzwert größer als 3 streben zu lassen, durch geschickte Wahl, wie schnell x1, wie schnell x2 wächst. Und umgekehrt, jetzt sehen wir uns den umgekehrten Quotienten an. Der Nenner hier ist jetzt Zähler hier und der Zähler hier ist jetzt Nenner hier. Dieselbe Analyse, dieselbe Betrachtung. Ja, wir sparen uns diese ganzen Kurvendiskussionen, die Sie in der Schule machen mussten, da in der Oberstufe. Wenn jetzt, aber wir betrachten jetzt den Fall, dass x2 pfeilschnell gegen unendlich geht und x1 nicht. x1 dümpelt hinterher. So, was passiert da? Im Zähler, bei der Funktion im Zähler, werden diese beiden Terme, wird dieser Term immer schwächer, immer weniger wichtig und dieser Term, der lineare Term, wird auch gegenüber dem quadratischen Term in x2 immer schwächer. Das heißt also, der Zähler wächst proportional zu 6x2 Quadrat. Und dieselbe Analyse hier unten. Das Ganze, wenn x2 sehr viel schneller wächst als x1, dann wird das hier immer unwichtiger, wenn das Ganze immer weiter gegen unendlich geht. Das heißt, die untere Funktion, die Funktion im Nenner, wächst proportional zu 7x2 zum Quadrat. 6x2 zum Quadrat ist das hier im Wesentlichen. 7x2 zum Quadrat, das ist 6/7. Und Sie können auch hier wieder, Sie können machen, was Sie wollen. Sie werden, wie x1 und x2 wächst, Sie werden keine Möglichkeit finden, x1 und x2 so gegen unendlich wachsen zu lassen, dass da ein Grenzwert rauskommt, der größer ist als 6/7. Und das ist daher der Limes superior, beziehungsweise, ja, okay, in beiden Fällen der Limes superior. Limes inferior wäre dann entsprechend entgegengesetzt die kleinste Möglichkeit, die herauskommen kann, wenn Sie x1 und x2 irgendwie gegen unendlich gehen lassen. So. Jetzt hatten wir bisher Selection Sort und Merge Sort. Das war asymptotisch vergleichbar. Selection Sort wächst mit n Quadrat. Merge Sort wächst nur mit n mal Logarithmus von n. Das ist, wächst deutlich langsamer als n Quadrat bei Selection Sort und Bubble Sort. Es gibt aber auch Situationen, die asymptotisch unvergleichbar sind, wo Sie zwei Algorithmen haben und sagen müssen, ich kann nie keine Aussage treffen auf Basis der Asymptotik, ob der Algorithmus jetzt besser ist oder der Algorithmus, weil Sie in zwei Klassen drin sind, die unvergleichbar sind. Und das ist genau der Fall, dass Sie hier keine Schranke finden, dass f nicht zu schnell gegenüber g wachsen kann und dass hier umgekehrt keine Schranke finden, dass g nicht schneller als f wachsen kann, sondern Sie können hier immer irgendwelche x1 bis xk eine Spur ins Unendliche finden, sodass f über alle Grenzen gegenüber g wächst. Und Sie können genauso gut eine andere Spur für die x1 bis xk bis ins Unendliche finden, sodass g über alle Grenzen gegenüber f wächst. Auch das in einem Beispiel mit Polynomen. Ja, Sie haben einerseits diese Funktion, x1 Quadrat plus x2 hoch 3, und Sie haben andererseits diese Funktion, x1 hoch 3 plus x2 Quadrat. Wenn Sie jetzt wieder x1 schneller, wie rum muss ich das jetzt sehen? Wenn Sie x2 pfeilschnell gegen unendlich gehen lassen und x2 so nachdümpeln lassen, dann wird der Zähler proportional zu x2 hoch 3. Und der Nenner, wenn x2 wesentlich schneller gegen unendlich geht als x1, wird der Nenner asymptotisch zu x2 Quadrat. x2 hoch 3 geteilt durch x2 Quadrat geht gegen unendlich. Ja, oben ist die größere Potenz. Und die Terme, die Summanden in x1,
die spielen keine Rolle, wenn wir x2 sehr viel schneller gegen unendlich gehen lassen als x1. Und umgekehrt, wenn wir jetzt hier Zähler und Nenner wieder vertauschen, machen wir dasselbe Spielchen mit x1 statt mit x2. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir lassen x1 pfeilschnell gegen unendlich laufen und x2 dümpelt so ganz langsam hinterher, sodass also der zweite Summand im Zähler und Nenner eigentlich gar nicht weiter ins Gewicht fällt gegenüber dem ersten Summanden, dann steht hier x1 hoch 3 geteilt durch x2, x1 Quadrat, Entschuldigung, mit so ein bisschen Rest, der nicht ins Gewicht fällt. Und das geht genauso gegen unendlich. Die beiden sind nicht asymptotisch miteinander vergleichbar, diese beiden Funktionen. Weil es hängt davon ab, wie Sie x1 und x2 gegen unendlich gehen lassen, ob der eine gewinnt oder ob der andere gewinnt. So, das lassen Sie das erstmal sacken. Dieser letzte Foliensatz mit der Mathematik ist ein in sich geschlossenes Thema. Erst einmal für sich genommen, das sind die mathematischen Grundlagen, auf denen wir dann beim nächsten Mal aufbauen, um eben nicht mehr Asymptotik von Funktionen, sondern Asymptotik von Laufzeiten von Algorithmen, die ja auch letztendlich Funktionen in Parametern sind. Also so weit weg sind wir da gar nicht, um solche Sachen zu betrachten. Es wäre sinnvoll, dass Sie das nochmal versuchen mit den nicht verdrängten Teilen aus der Schulmathematik oder aus Mathematikveranstaltungen an der Uni oder sonst wo in Übereinstimmung zu bringen, um da das notwendige Verständnis zu erlangen. Für heute sind wir damit zunächst mal zu Ende. Sie wissen, dass am Donnerstag ein Feiertag ist. Das heißt also, ich werde nicht hier sein. Ob Sie hier sind oder nicht, interessiert mich nicht. Wahrscheinlich kommen Sie auch gar nicht rein, weiß ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für dieses verlängerte Wochenende. Nutzen Sie die Zeit, Sie wissen schon wofür. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder.